Jo! Ein Poltergeist ist hier bei uns. Und wir gehen dem jetzt mal auf die Spur, auf die Schliche. Ja, 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 ja. Zum, man kann es nicht lesen. Zum Maschinenraum wahrscheinlich. Extreme Strahlungsleckindustrie. Ah ja. Gut. Einer scheint zumindest gerade noch ein bisschen überlebt zu haben. Praktisch nur inwiefern, wie weit. Das kann man auch öffnen. Ja, ich merke schon, unser Inventar wird gleich schon wieder rappelvoll sein. Müssen wir da rein? Ja. Ah, der hat das verschlossen. Schön oder nicht schön. Wo ist der hin? Zum Aufzug. Rangbefugnis erforderlich. Zum unteren Deck. Dann soll er sich da erstmal verkriechen. Wir schauen mal, was im Maschinenraum auf uns wartet. So, weg mit dem Poltergeist. Mach auf. Interessante Maschinchen, die hier haben. So. Schauen wir mal, was wir hier machen können. Jetzt Ara, Fachkraft. Halleluja. Das nicht kaputt ging.
Ah! Energie ausgefallen. Siehst du das? Hast du ihn? Wow. Oh mein Gott, du hast ihn! Genau das, was wir brauchen. Geh jetzt zum Crewdeck. Wie ich muss. Ah, muss ich doch hier runter. Gut. Jetzt geht das Teil ganz kaputt, oder was? Finde ich gar nicht cool. Ich hab Scheiße gebaut. Wow! Yo, ich hab Scheiße gebaut. Und anscheinend so ziemlich wie das aussieht. Total unregelmäßig. Das kriegen wir schon hin. Ach, Hammond. Isaac! Hier drüben! Ich habe versucht, sie anzufunken, aber mein Turm war aus. Sie haben den Singularitätskern. Verzichtet hier raus! Bringen Sie den Kern zum Schatten und warten Sie nicht auf mich! Oh, Scheiße! Hammond. Ach nö. Lass ihn in Ruhe. So. Signale von Hammond verloren. Ist er tot? Oh Gott. Jetzt gibt es nur noch uns, Isaac. Übrigens auch das große Ding jetzt herkam. Radio Active. Muss ich lang? Nach rechts. Gut, zum unteren Deck. Achtung, kritisches Versagen der Treibstoffeinheit. Sofortige Evakuierung des Schiffes. Ja. Interessant ist und bleibt. Achtung, kritisches Versagen der Treibstoffeinwirkung. Sofortige Evakuierung des Schiffes. Können wir uns Zeit lassen? Dürfen wir uns das erlauben? Ich weiß es nicht. Achtung, kritisches Versagen der Treibstoffeinwirkung. Sofortige Evakuierung des Schiffes. Hä? Ist das ab und zu? Ach so, ist das. Ja, ich bleib mal locker. Komm nicht rauf. Ja, die ganzen Teile, wie die rumfliegen, ist ja schlimm. Ist ja schlimm. Ja, bla, komm, alte Back. So, da drüben könnten wir jetzt speichern, oder? Da gehen wir nicht lang. Hier auch
Hier gehen wir schnell. So, ab raus. Komm, 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 komm. Wow. So, das Schiff geht jetzt hops, oder was? Schauen wir uns das noch an. Also, Hammond ist jetzt auf der Valor und wird damit in die Luft fliegen. In 1000 Einzelteile. Ende der Schwerelosigkeit. So, Luft. Ende des Vakuums. Jetzt auch hier drin vor. Ach, Leute. Das macht logisch jetzt doch weniger Sinn. Ah, das heißt, sie sind da rausgekommen. Super. Ui, Diamant. Extrem seltene elektronische Komponente im Shop verkaufen. Um Credits zu erhalten. Ja, machen wir doch gern. Ja, ich bin der Superverkäufer, was das angeht hier. Wir haben nämlich stetig zu viel. So, und... So. 9 Energieknoten. Boah, Leute, was man damit alles machen kann. Aber ich glaube, damit ist dieses Kapitel auch erstmal beendet. Wieder mal. Ne? So, wir haben noch eben 2 Minuten. Etwa. Weiß ich nicht. Dann richte ich es eben mal mit der Werkbank. So. Einmal nach da. Wie sind wir überhaupt dahin gekommen? Ach so, wegen dem Pfeil. Okay, das heißt. So, da. So, damit ist die Strahlenkanone auch. Hä? Fast besser. Ach da. So, jetzt ist sie bestens. Bestens ausgebaut. Nur die Laserkanone nicht, aber ich weiß nicht, wer braucht das Teil wirklich? Es ist nicht effizient genug. Und bevor wir da jetzt reingehen, beende ich den Part hier. Haha, genau. Nicht. Dann können wir hier nämlich speichern. So, Kapitel 9, Tod bei Ankunft. Abgeschlossen. Möchten Sie speichern? Ja, möchte ich. Und bevor ihr jetzt seht, dass ich das aktiviere, unterbreche ich hier. Bis zum nächsten Mal.